Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Alleine? Es ist mal wieder Zeit, dass ich ein Video aufnehme. Lang ist her, ich weiß, tut mir auch leid, aber ich hatte in letzter Zeit einfach... Ja, ich hatte einfach keine Kraft, keinen Bock. Ich hatte... Ja. Es gab einfach für mich keinen Anreiz zum Brickforce, aber jetzt über die Ferien... Ich habe jetzt endlich Ferien... GP, bitte bewerben und downloaden. Na Leute, ihr habt es gesehen, bewerben und downloaden wäre ganz nett. Ich weiß gerade gar nicht, wie ist die Waffe so. Ich habe jetzt, ich hatte eigentlich das sah eigentlich wie eine Cyber-Map aus. Deswegen dachte ich jetzt eigentlich, die ist... Komm mal mit, GP. Wo ist er denn? Gut, folgen wir ihm doch einfach mal. Dem, wie heißt er, dem Gentleman? I follow him. Okay, ein zweites Mal über die Brücke. Spannend, spannend, meine lieben Freunde. Hier ist er nicht. Gut, ja, ich bräuchte noch ein Thema. Und zwar, mir ist heute wieder etwas passiert, wo ich mir so gedacht habe, legendär. Und zwar, wir waren heute, also wie die meisten wissen, ich bin ja immer, wenn ich Training habe, muss ich immer weiter wegfahren. Und zwar, ja, den Ort zeige ich jetzt nicht an. Jedenfalls, da muss ich halt runter von der Autobahn und da gab es heute einen Stau. So, jedenfalls, als es heute diesen Stau gab, es gab wirklich, es ging nichts mehr. Also es war wirklich, Verkehr stand still. Da war einfach, da ging wirklich einfach nichts mehr. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es stand, also wir waren anderthalb Stunden in diesem Stau. Und ihr kennt auch diese Autobahnbegrenzung, diese Leitplanke. Was auf jeden Fall bei den Leitplanken war folgendes. Da ist so ein Typ gewesen, der hatte anscheinend keinen Bock auf Warten oder so. Der ist jedenfalls irgendwie nach 10 Minuten bei diesen Leitplanken. Einfach so, da ging es dann ein bisschen nach unten. Und der ist dann halt bei diesen Leitplanken nach unten gefahren, also an den Leitplanken vorbei, kurz bevor die aufgehört haben. Irgendwie konfus. Aber, wie soll man das ausdrücken am besten? Jedenfalls ist der dann, so eine Art kleine Straße runtergefahren. Und als er diese kleine Straße runtergefahren ist, hat der einfach aufgesetzt. Der Typ hat aufgesetzt und kam nicht mehr weg. Ihr müsst euch vorstellen, er hat so die Karre aufgebockt und hatte wirklich keine Möglichkeit mehr, da überhaupt vorzukommen. Ich habe das so derbe gefeiert, Leute. Ich schwöre. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe da auch noch ein Video von gemacht. Wie dann einfach da saß. Das war einfach so lustig. Wie dann einfach da saß und einfach nicht mehr wegkam mit der Karre. So geil. Ich weiß, also mir wurde jetzt inzwischen wieder geschrieben, es gibt einen neuen kleinen Bug. Weiß aber nicht, wie der gehen soll. Und ich sterbe, weil ich scheiße snipen kann. Es tut mir leid, ich habe lange nicht mehr gespielt. Bitte bewerben und downloaden. Ja, kein Bock eigentlich gerade. Ja, ihr habt jetzt ein Video gesehen. Wenn euch die Map gefällt, dann holst du euch halt. Alter. Die Sniper ist nicht die beste auf Nahkampf, ich kann es sagen. Wie gesagt, wärt ihr dabei gewesen, ihr hättet euch echt in die Hosen gepisst vor Lachen. Ich kann es nicht besser beschreiben. Aber wie der Typ da aufgesetzt hat und da draus kam und einfach so verzweifelt die Hände über den Kopf geschlagen hat. Das war auf jeden Fall was Feines. So Leute, ich würde auch noch gerne mal von euch eine Meinung wissen, falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Bitte schreibt mir in die Kommentare und zwar zu folgendes. Ich und Dunkel wollen demnächst mal eine halbstündige Bienenrunde komplett aufnehmen auch. Oh Gott. Weil, ja, einfach so, aber es geht uns jetzt nicht generell darum, ums Let's Play, um die Länge oder um irgendwas. Es geht einfach darum, das ist so eine Art Podcast für uns einfach, wo wir uns einfach eine halbe Stunde lang über Themen unterhalten und was mir persönlich wichtig wäre dann, wenn wir das machen sollten, wahrscheinlich werden wir es machen, was mir dann halt persönlich wichtig wäre, ist, ob das ihr dann wirklich zu den meisten Themen, weil wir werden da einiges bequatschen, dass ihr da vielleicht mal eure Meinung in die Kommentare dazu geben könntet. Wäre jetzt ein Anliegen an meiner Seite. Wäre cool, wenn ihr es machen könntet. Und wenn ihr das Video komplett ansehen würdet. Ich denke sowieso, dass die meisten auch nach 3 Minuten abschalten werden, nach 3 Minuten farmen. Weil ich das zu viel ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht da jemand Bock hat, sich das anzugucken.
Weil, keine Ahnung, weil es halt interessante Themen sind. Halbe Stunde lang für mich und Dunkel durchlabern ist nicht gerade die Welt, das ist nicht gerade schwer. Vor allem nicht im Let's Play. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man 40 Minuten Bienen farmt und das den ganzen Tag, da braucht man einfach Themen, die man bereden kann. Und das war ein Fail. Boah, bitte bewerben und downloaden, ey. Junge, ist gut. Ich hab's jetzt einmal... Es reicht, wenn du einmal schreibst. Boah, solche Leute gehen mir auch auf den Piss. Ganz ehrlich, gute Maps habe ich kein Problem mit. Dann downloade ich mir die auch, aber down schreiben so, bitte bewerten, Leute, ich... Lass es doch gut sein. Wir wissen alle, wie man die bewerten kann, wir wissen alle, wie man sie downloaden kann. Dieses ganz positive Gehabe, das führt bei mir höchstens dazu, dass ich da mal ein Dislike gebe. Einfach aus Prinzip, weil mir solche Spammer auf den Sack gehen. So, kann ich wieder tut, nicht ab, dann wieder so, bitte favorisieren, Daumen hoch, Abo, irgendwie sowas, ey. Da kriege ich aber das große Kotzen, ey, Junge. Ja, XX-Zocker, X ist ja gut, wir wissen. Ja, ich kann die bewerten, ich kann die auch downloaden, ist ja gut. Muss es nicht alle 10 Sekunden schreiben, ey. Mein Gott. Ach ja, und was ich jetzt noch schreiben wollte, Gott, ich bin behindert. Was ich euch jetzt noch erzählen wollte, was ich jetzt noch schnell machen muss, betrifft Folge 100. Und zwar, wie ihr alle wisst, wir sind jetzt gerade bei 99,7 angelangt. Und, ja, normalerweise wären wir ja schon bei 100, aber irgendwie, ja, wir... sind es bei 99,7. Alter, ich bin gerade voll verwirrt. Ich laber da und dasselbe. Jedenfalls ist das halt folgendes. Ich wollte ja eigentlich ein geiles 100-Abo-Special aufnehmen, was auch richtig cool werden sollte. Aber das habe ich voll verkackt. Und deswegen habe ich mir halt gesagt, komm, habe ich nochmal mit dem lieben Max geredet. Ich kann euch jetzt schon mal spoilern. Er wird ein mega, hammer, episches Special schneiden. Ja, ein richtig geiles Best-of aus 100 Folgen Brickforce. Da ist einiges dabei. Heute ist Mittwochabend, 19.31 Uhr, wo ich das gerade aufnehme. Und ihr könnt euch sicher sein, das Special wird wahrscheinlich am Wochenende, wirklich allerspätestens am Wochenende, komplett fertig sein. Also, dass wir da auch das hochladen bzw. freischalten könnten. Und ja, also, ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Ich kenne zwar die Stellen, aber ich war zuvor, mir die anzugucken. Wenn ihr wollt, könnt ihr die angucken. Ich bin echt gespannt, so wie ihr wahrscheinlich. Momentan sind wir bei 99,7, das wird Folge 99,8 oder 99,9. Nochmal ein letztes Mal Ankündigung für Folge 100. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, falls... Na nee, jetzt noch nicht, jetzt brauche ich mich nicht noch nicht zu verabschieden, noch ist nicht so weit. Dann labere ich einfach noch die Zeit durch. Was mein Herzensanliegen wäre, ich muss ganz kurz noch mein South Park The Stick of Truth Let's Play erwähnen. Weil das sonst leider von keinem geschaut wird. Ich weiß, dass der Channel hauptsächlich auf Brickforce basiert. Aber es wäre nett, wenn ihr mal so reinschauen könntet, weil in dem Let's Play steckt schon ziemlich viel Engagement. Also wie gesagt, ich habe da mein Herz mit reingesteckt. Das ist ein absolut episches Spiel und ich kann euch versprechen, es wird ein absolut episches Let's Play. Schaut einfach mal rein. Und du könntest auch mal zur Abwechslung Damage nehmen, Alter. Wie er leckt, ey. Okay, das hat geklappt. Ihr werdet losen, Alter. Achso, die wollen irgendwie CW machen, so wie ich das sehe. Oh shit, ich glaube, das schaffe ich nicht. Das dürfte ich nicht schaffen. Lol, ich habe nicht mal die Flagge. Lol, ich dachte, ich hätte die Flagge. Lol. XD, ich dachte, ich hätte die Flagge. Tja, Leute, das wird so anscheinend ein easy win für uns. Und ich sehe auch gerade, ich nehme einen gechillten 60 FPS aus, also... Ja, was fällt mir denn noch ein? Also ich möchte jetzt kein großes Thema mehr anfangen, das würde zu lange dauern und da wäre ich dann so verpeilt, so verquatscht einfach nur. Das wäre für mich nichts Schönes, weil ich da mitten halt gerade so quasi im Reden das jetzt Play abbrechen müsste und das möchte ich nicht. Was ich zum Beispiel mal sehr gerne von euch wissen würde, das werde ich jetzt aber, darauf werde ich jetzt nicht genau eingehen, obwohl das man dem Thema eigentlich 5 Folgen hintereinander widmen würde. Wie hat sich eurer Meinung nach Brickforce entwickelt? Also, da gibt es ja wirklich viel zu erzählen. Wie gesagt, ich bin ein Early S2-Spieler. Ich habe wirklich spätestens nach einer Woche S2 angefangen zu spielen. Also, ich habe sogar noch einen Kumpel, der war in S1 aktiv. Der liebe Alex, der jetzt leider inaktiv ist. Boah, Alter, was will der Typ eigentlich? So, ich
dürften von unten kommen, nicht wahr? Die sind, glaube ich, auch schon unten. Da ist er. Dann holen wir den kurz weg. Okay, der hat den auch. Also wie gesagt, Leute, schaltet ein bei South Park, das League of Truth. Mega geiles Let's Play. Ich habe leider ein bisschen Scheiße gemacht. Ich hatte aufgenommen für 2 Wochen und kann hochladen nur einen Part, weil ich Mist gemacht habe. Ich habe die Spielstelle leider gelöscht. Irgendwie, keine Ahnung. Fragt nicht nach. Und das zweite, was ich noch bewerben möchte, es wird in Bälde wieder losgehen mit Normal Room in Hell. Mit mir und Max und wahrscheinlich auch im Dunkel, das komplette Team. Wäre auch mal nett, wenn ihr da reinschaut, weil wie gesagt, wir geben uns Mühe bei allen Let's Plays. Aber ist halt die Sache, der Channel ist halt wegen Brickforce populär geworden. Aber es wäre trotzdem mal schön, wenn ihr auch mal die anderen Projekte abchecken könntet, weil wir stecken da genauso viel Mühe rein in Brickforce. Nur weil jetzt halt die meisten Brickforce-Fans sind, sagen wir mal, könnt ihr auch mal ruhig bei anderen Sachen reingucken. Der Channel bietet eine große Bandbreite und ja, ich finde es einfach schade, wenn man sich bei, obwohl man sich richtig Mühe gibt bei den Videos, die Videos nicht anschaut. Weil, klar, ich habe jetzt zum Beispiel Outlast, habe ich da mal mit viel Spannung und allem gemacht, was ich da hatte. Ich habe das jetzt schon ein zweites Mal angefangen zu Let's Playen. Wer hat sich's angeguckt? Kein Schwein. Muss ich auch nochmal bewerben. Schaut mal bitte bei Outlast vorbei. Ich habe mir da echt Mühe gegeben. Nein! Ich habe mich da wirklich drauf gefreut. Na gut, also Leute, das war's erstmal von meiner Seite. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play wieder. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.